Ich frag mich das schon eine Weile. Aber was ist das für ein Anhänger? Hä? Der heißt Gerkota. Viel mehr weiß ich aber auch nicht. Ein schickes Maskottchen, aber du kennst dich nicht damit aus? Das riecht auch sehr nach einem Mädchen. Sag mal, verstehst du unsere derzeitige Lage gar nicht? Das ist also die Allianz unabhängiger Staaten Elisalina. Das ist die Frau, nach dem die unabhängige Allianz benannt wurde, Elisalina. Sie ist für viele Russen eine Gottheit, die diverse Staaten in Russland zur Unabhängigkeit führte und vereinte. Dann ist dieser Fiamma von der Rechten schon auf dem Weg. Das stimmt, vermutlich. Halt, du weißt, wofür Fiamma von der Rechten in der Magiewelt seinen Namen trägt? Ich bin vielleicht nicht so begabt, aber trotzdem eine Magierin. Fiamma von der Rechten ist der Strippenzieher. Nein, der Grund, warum ein unabhängiges Land eingenommen wird. Ich würde ihn gerne loswerden, jedoch... Ich werde keinesfalls zulassen, dass meine Bürger auf irgendeiner Weise verletzt werden, egal was passiert. Sie lassen ihn also laufen? Nein, das nicht. Ihr und Fiamma habt das gleiche Ziel, Sascha Khrushchev. Ich schlage deshalb etwas vor. Ihr möchtet uns bestimmt zusammen mit Sascha aus diesem Land schaffen. Als Lockvögel können wir uns dann einen Plan gegen Fiamma ausdenken. Hab ich soweit recht? Ich kann es nachvollziehen, wenn du mich deshalb herzlos findest. Unsinn. Wir benutzen euch schließlich auch, um Sascha zu finden. Die eine Hand wäscht eben die andere. Wir sind euch alleine schon deshalb dankbar, dass wir nicht gefesselt sind, um mit dir zu reden. Wir haben zwar verschiedene Gründe, aber auch du hast jemanden, den du beschützen möchtest, richtig? Das stimmt und sie ist mir fast genommen worden. Weil mir das so spät klar geworden ist. Wenn ich jetzt was unternehme, kann ich sie noch retten. Also, wie geht's weiter? Ihr wollt euch jetzt noch verraten? Dafür ist es viel zu spät. Da kommt was! Oh, bei großen Angriffen ist es selbst für mich schwer, mein Ziel zu treffen. Was war das bitte? Die Attacke war viel zu mächtig! Fiamma! Jetzt geht es erst richtig los! Okay. Ja. Imagine Breaker! Oh, sieh an. Hast du seit dem britischen Halloween denn wirklich gar nichts dazugelernt? Ich verstehe. Sieht so aus, als hätte ich deine Verteidigung ein wenig unterschätzt. Pelagi! Rangir! Bleib zurück! Ihr Schwächlinge habt hier nichts zu suchen. Fiamma! Du bist mein Hauptgericht. Eins, was vor dem Essen vorbereitet werden muss. Mit meiner rechten Hand könnte ich. Aber schaffe ich es wirklich, jede seiner Attacken zu annullieren? Und selbst wenn ich das könnte, einfach alles abzuwehren, würde Index wohl kaum helfen, oder? Sicher.